Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Heute waren die Stocks, die Eurostocks 50 auf der Top 10 Liste. Und das ist wirklich einfach. Aus den Eurostocks 50, den 50 größten Aktien in Europa, kann man auch mit einem Würfelwurf auswählen. Warum machen Sie das lieber nicht? Weil wir Menschen schlecht sind mit zufälligen Auswahlen. Wenn Sie einfach diejenigen Aktien kaufen, die Ihnen gerade gefällt, ziemlich wahllos, dann haben Sie sicher eine Tendenz, diejenigen Aktien zu kaufen, die gerade positiv in den Nachrichten waren. Und das sind ja die Aktien, die jeder gekauft hat und die deshalb am teuersten sind. Das heißt nicht, dass das diejenigen Aktien sind, die in Zukunft die beste Rendite erzielen. Und insbesondere ist dieser Prozess nicht zufällig. Etwas einfacher und unabhängiger von den News sind die Obermatt Top 10 Listen. Und heute vor mir mit den Eurostoxx 50 haben wir Vivendi, Telekommunikation, eine Bank, Multiversicherung, Multiline Versicherungen, Schneider Electric, Total, Nokia, BNP Paribas, BMW, NL, LVMH. Von diesen Aktien habe ich schon viele gekauft. LVMH, BMW habe ich schon gekauft, Schneider Electric habe ich schon gekauft. Ich möchte keine Bank- und Finanzdienstleistungen kaufen, das wird sich vielleicht bald ändern. Deshalb bleibt mir noch Nokia, NL, Electric Utilities habe ich auch schon viel. Und Nokia gefällt mir wirklich gut, es ist alles im grünen Bereich. Nun wissen wir natürlich, dass Nokia nicht nur positiv in den News ist. Ich habe deshalb Nokia gegoogelt, das kann man ja direkt von unserer Stock-Rating-Seite aus. Wenn man schaut, was über Nokia gesagt wird, das erste, was mir auffällt, am 3. Juli, gar noch nicht so lange her, meinem Hochzeitstag übrigens, hat das Rating gelowert at Fetter Inc. Das Rating für Nokia wurde also tiefer gesetzt, aber wenn man zwei Schritte weiter unterschaut bei Yahoo News, is it time to go bottom fishing with Nokia? You know, genau das Gegenteil. Wenn man weiter unten schaut, Nokia Corp upgraded by Goldman Sachs Dubai. Sie sehen, die News bringen Ihnen wirklich nichts. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Die News bringen Ihnen nichts über die Aktien. Ich glaube, Nokia ist eine gute Aktie, weil es ein Hightech-Unternehmen ist, das durch eine schwierige Zeit gegangen ist und trotzdem gute Leute hat. Ich glaube, die Nordeuropäer, die sind sehr stark in diesem Bereich, die haben immer noch die gleich intelligenten Menschen. Sie haben vielleicht nicht mehr den gleichen Bekanntheitsgrad wie früher, aber es ist durchaus denkbar, dass da wieder ganz spannende Technologien kommen. Und ich glaube daran, dass auch Nokia dieses Mal die Kurve erwischen wird. Und deshalb kaufe ich Nokia als meine nächste Aktie für mein Portfolio von europäischen Aktien. Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind und viel Erfolg beim Selbstinvestieren.